Okay, was haben wir hier? Ah, hier geht's weiter. Schade. Ich wollte eigentlich mich noch umgucken. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Ist wieder X-Spam. Oh. Oh, shit! Ah! Oh, nicht gut. Hey, alles gut bei dir? Scheiße. Hilfe! Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Komm schon! Lauft! Was? Nein! Was war doch richtig? Okay, anscheinend war es doch die richtige Entscheidung. Daniel, bist du da unten? Daniel? Los jetzt, bevor noch was passiert. Okay, sie sind wieder getrennt. Vielleicht nicht das Beste, aber er lebt immerhin noch. Ich glaube, hätten wir die andere Option genommen, wäre er gestorben. Daniel, bist du da? Shit. Siehst du Daniel? Nein. Ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht sicher gut. Holt uns bald ein. Finde Daniel. Finde einen Weg aus dem Wald. Okay, machen wir, machen wir. Kurzes Schlückchen Wasser. So, hätten wir erledigt. Daniel! Alles gut? Dann suchen wir mal Daniel. Ich hoffe, es stirbt jetzt keiner mehr, das wäre echt gut. Okay, wir haben wieder so einen Stachelzaun. Aber hier ist nichts, wo Dingens und Daniel runterfallen könnte. Wo bist du? Aber wobei, ich glaube, er wird dann einfach von dem Viech aufgespießt, wenn dann. Hey! Leute! Bin hier oben! Mann, ist das schön, euch zu sehen. Geht mir auch so. Willkommen zurück. Oh.
Das ist gar nicht gut. Hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Ein Geheimnis haben wir gefunden. Okay, bin gespannt, wie die Situation ausgeht. Oh, da ist das Kind wieder. Da im Nebel. Was ist das? Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Werken. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Fort von mir! Ja! Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels! Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Okay, aber ich glaube, wir hätten es sowieso nicht verhindern können. Okay, was kommt jetzt? Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. John, weg da! Vor diesem Biest laufe ich nicht mehr weg. Du weißt, was Taylor passiert ist. Mir soll das nicht passieren. Bist du verrückt? Wir müssen weg! Oh Gott, was macht er denn? Du Biest, trau dich! Nein, nein, komm! Oh oh. Lass ihm aber auch nicht helfen, ne? Ah, jetzt. Das war knapp. Geht nicht auf. Nein. Los, hier rein. Meine Güte, jetzt lass mich los. Los, hier rein!
Oh nein, der wird doch jetzt... Wir müssen weg! Los jetzt! Geh von der Tür weg, du Idiot! Andrew! Andrew! Ich brauch dich hier! Ganz ruhig. Geh von der Tür weg, du Idiot! Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Oh. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Je schneller wir hier wegkommen, desto besser. Okay, wir spielen weiter als Andrew. Kurz anders hinsetzen. So passt, glaube ich, ganz gut. Ja, sollte gehen. Okay, hier liegt wieder was. Ah, wieder so eine Vorahnung, okay. Wer war das denn? Kommen hier noch mehr Charaktere dazu? Wie lange geht das Spiel bitte noch? Ja, wie lange streamen wir jetzt überhaupt schon? Fast 4 Stunden? Da kommen noch neue Charaktere? Eieiei. Bin ich echt so lahmarschig? In der Beschreibung stand was von ungefähr 5 Stunden Spielzeit. Mit dem ersten Stream sind wir, glaube ich, schon drüber. Naja. Was soll's. Mittlerweile glaube ich, das Kind ist doch böse. Weil die war es ja auch am Anfang, die die ganze Familie gekillt hat. James und Anne. Das müsst ihr euch anschauen. Bitte was? Angel und ich verheiratet? Ah, das ist das Haus vom Prolog. Okay, war das die Vorahnung, die wir vorhin entdeckt haben? Ja, ne? Ja, genau. Okay, ich gehe wieder im Kreis. Sehr gut. Tippitoppi. Was haben wir hier? Die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern. Okay. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Oh Gott. Oh Gott, ist das ein langer Text. Holy, der geht ja immer weiter. Na gut, okay. Von mir aus. Eltern, die mit ihrer eigenen Kinderstube unzufrieden waren, können überkompensieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass sich ihre Gefühle für ihre Eltern in ihren Kindern widerspiegeln. Solche Eltern sehnen sich danach, mit ihrem Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Das lässt sie glauben, dass Wut oder Bestrafungen fehl am Platz sind, wenn sich ihre Kinder daneben benehmen und sie stattdessen sogar noch mehr Liebe zur Schau stellen sollten. Ein Kind auf diese Weise zu verwöhnen, hat jedoch böse Konsequenzen. Kinder werden fordernd und unliebsam. Die Eltern unterdrücken ihre Wut auf das Benehmen des Kindes, ihr Frust brodelt jedoch in ihnen.
bis sie überkochen und die Kinder verängstigen und verwirren. Die Eltern fühlen sich schuldig und wissen keinen Rat mehr, was das schlechte Benehmen nur noch mehr unterstützt. Das Problem liegt bei den Eltern, die versuchen, immer noch geduldig zu sein, wenn der Geduldsfaden bereits zum Zerreißen gespannt ist und das Kind auf dem richtigen Pfad geführt werden muss. Sie sind unentschlossen oder nicht entschieden genug, wenn Härte gefordert wird. Wenn es von niemandem angeleitet wird, wird das Kind sein Benehmen weiter verschlimmern, bis die Provokationen so schlimm sind, dass die Eltern explodieren. So, warte, ich scroll mal noch ein bisschen runter. Ein Ausbruch stellt den Frieden vorübergehend wieder her, aber auch das danach ist gefährlich. Eltern, die sich schuldig fühlen, weil sie sich nicht im Griff hatten, vergessen, ihrem Kind Zeit zu geben, um die Strafe zu ertragen. Stattdessen versuchen sie, die Korrektur rückgängig zu machen, indem sie die Strafe mildern. Disziplin erfordert Konsistenz. Beide Elternteile dürfen angesichts eines rebellischen Kindes nicht zurückweichen und die Strafe muss durchgezogen werden. Sollte die Entschlossenheit eines Elternteils schwinden, sei es aus Faulheit oder Schuldgefühl, öffnet dies eine Schwachstelle, die von einem schlimmen Kind ausgenutzt werden kann. Puh, Alter, erstmal Elternratgeber lesen hier. Grenzen setzen. Eltern müssen Grenzen setzen und Kinder bevorzugen strenge Eltern sogar in der Tat, sofern diese auch gerecht sind. Das ist eine wichtige Übung, um mit anderen Personen auszukommen. Ohne sie glaubt das Kind, dass die Welt seinen Wünschen und seinen Wutanfällen entgegenkommt. Kinder, die auf diese Weise verwöhnt wurden, sind häufig schockiert von der echten Welt und können in einer Umgebung, die ihre Launen nicht toleriert, nicht klarkommen. Sie sind unbeliebt und lernen auf die harte Tour, wie man sich im Umgang mit anderen benimmt. Das geht noch weiter? Nee, Digga. Ich lese hier doch jetzt keinen Elternratgeber, vergiss es. Eine Seite reicht. Wobei, das waren zwei Seiten. Okay, kann ich hier irgendwo lang? Hier geht's scheinbar nicht weiter. Okay. Draußen ist scheinbar nix. Oder? Kann nichts machen. Ach du Scheiße. Natürlich, was auch sonst. Okay, da ist dieses Vieh, was wir am Anfang gesehen haben. Ah, hier war was. Fuchsuhr. Warte mal, da ist doch ein Schlüssel. Nimm den doch mit. Kann ich den Schlüssel nicht mitnehmen? Hä? Warum? Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, was haben wir hier? Brief von Reverend Carson. September 71. Oh Gott! Der ist Gott sei Dank nicht so lang. Reverend Leonard Carson. St. David's Church. 9. September 1971. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer, 12.11 Uhr, steht, dass jede Züchtigung zwar für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenke sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Bitte suche mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf, damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können. Reverend Carson. Das ist aber nicht der gleiche Reverend Carson, oder? Weil die Familie war ja...
in der Neuzeit so angesiedelt. Steht da wer? Oder ist das... Nee, das ist... Das ist, glaube ich, niemand. Sah ein bisschen so aus. Hier links am Bildrand. Ich gehe mal lieber weg. Ah ja, klar. Jetzt zoomt es natürlich ran. Okay, die Viecher nähern sich dem Haus. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Wir können hier nach oben. Warte mal, ist hier noch was im Schrank? Ich kann da nicht lang. Schade. Was war das? Wahrscheinlich das Mädchen oben. Wir müssen sie finden. Da ist sie. Bleib hier. Oh Gott, was ist da? Okay, eine Schallplatte. Passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, das ist ein Trick. Oh. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schätzt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Auf dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Das ist Wahnsinn! Die spinnen doch total! Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist du sein täuscht Werk. Uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Er weiß, wovon er spricht. Carver ist der Schuldige. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Du musst Carver stoppen. Er ist schuld, klar? Er klagt Mary an, um von sich abzulenken. Ich weiß, was hier zu tun ist. Oh Gott, was tut er? Der bringt ihn doch jetzt nicht um, oder? Genug! Was hat dies zu bedeuten? Ah, nee, Gott sei Dank. Das wär's noch. Dies sind wahrlich üble Anschuldigungen.
Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Ah. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht, doch ihr verschließt die Augen. Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metzel! Du wirst für deine Taten büßen. Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre ich tot. Hab Dank. War das richtig? Das werde ich nie vergessen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache gerade. Kann absolut nicht einschätzen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber wir werden ja gleich sehen, was es für Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Aber bestimmt kommt jetzt erst nochmal der komische Typ da. Ah, oh, Sekunde. Hey! Was ist denn das? Sorry, Hund hat gerade ein bisschen Probleme und versucht irgendwas in meinem Bett zu verbuddeln. Nicht gerade das Beste. Du bist unser Held, Mann. Pastor erledigt, das Mädchen gerettet. Danke. Weg hier. Was ist passiert? Was ist mit ihr, Mary? Geschafft. Happy End. Und das verdanken wir Andrew. Als ob es ihn jetzt wirklich noch erwischt. Was soll denn der Scheiß? Nein! Scheiße. Scheiße! Ja, aber was hätte ich denn tun können, um das zu verhindern? Hey! Ich rede mit dir! Hey! Weißt du was? Hättest wegbleiben sollen. Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Ich will echt keinen Ärger, okay?
Wir gehen. Und kommen nicht wieder. Wenn du schon gehst, dann geh zum Teufel, du elender, gottverdammter Mörder. Der war's! Was? Vorsicht! Der Scheißkerl hat eine Waffe. Was wird das hier? Sie wirken etwas verwirrt. Nein, bitte! Halt! Das ist ganz falsch! Hä? Warum? Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Oh. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Hey! Sie kommen! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Schon gut. Ich komm schon klar. Okay, das kam unerwartet. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren Sie. Und Sie fanden ihn am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen.
Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik oder der Wüste Arabiens oder ganz woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Okay. Kommt jetzt nochmal ein Trailer oder was? Fürs nächste Spiel? Okay, also das kam wirklich sehr unerwartet. Sekunde. Es ist mir gerade ein bisschen laut. So. Alles klar. Okay, das kam echt unerwartet am Ende. Also wir waren die ganze Zeit der Busfahrer. Also Andrew, der war die ganze Zeit der Busfahrer. Hat sich das alles nur eingebildet. Also wieder ähnlich wie bei Man of Medan. Ja. Aber an sich war ganz geil das Spiel. Fand's schade, dass ich ihn nicht alle durchgebracht habe. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum der John am Ende noch draufgegangen ist. Aber ja gut, okay. Akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich den Abspann mal noch durchlaufen. Vielleicht kommt am Ende ja noch der Trailer fürs nächste Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich habe für die nächsten Tage nochmal einen Stream geplant. Ich wollte jetzt nämlich noch das neue Terminator-Spiel spielen. Also was heißt neu? So neu ist es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube 2018. Das wollte ich auf jeden Fall demnächst im Stream noch spielen. Das werde ich wahrscheinlich morgen installieren und übermorgen dann streamen. Mal gucken. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hau ich an der Stelle mal rein. Ich lasse das hier noch durchlaufen. Und dann, ja, sieht man sich, denke ich mal, bei anderen Projekten. Haut da rein und danke fürs Zusehen. Won't you spare me over for another year? Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, won't you spare me over for another year?